Okay, auf zu Leon und Sadler. Leon ist unterwegs zum Heiligtum. Aber sind wir denn auch beim Bossfight jetzt als Ada dabei? Also das, was Ada während des Bossfights tatsächlich auch gemacht hat, alles? Oh, hat Ada nicht irgendwas ganz Schlimmes übernommen beim Kampf auch? Hab so eine Erinnerung, dass sie da ziemlich verrückten Scheiß gemacht hat. Okay. Können das Messer mal reparieren. Wir können jetzt eigentlich so viel Geld, wie wir haben, eigentlich echt viel upgraden. Jetzt habe ich nur leider echt viel ausgegeben. Hoppla! Und wir können auch noch gut was verkaufen, theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob es dafür nicht so zu früh ist. Mir fällt gerade ein, Kapitel hier vor jetzt. Dementsprechend für die, die das hier als Video sehen, damit erstmal herzlich willkommen zu diesem weiteren Part. Gerade eben haben wir hier auch noch den Auftrag gehabt, wieder mit den Novestadores, mit den Viechern, mit den felinen Insekten-Kackfingern da halt. Hallo, hallo, ja, Leute, chillt. Boah, ey, nee, da hatten wir diesen Auftrag und, die sind schon wieder ja nicht einfach nicht aufgetaucht, ne? Ist das weird? So, Kollegen, wie machen wir das hier mit euch? Kacke. Bumm. Bumm. Ach komm schon. Darf ich mich mal eben heilen? Danke. Okay. Du Scheißviech, du. Alles im Raum gesammelt? Nee. MP-Munition. Nimm ich gerne mit, du. Okay. Pump nachladen nochmal. Und weiter geht's. Ich wollte dem eigentlich erste Knie noch wegknallen. Es geht bei denen sehr schlecht dann nur noch, ne? Können wir die wegmachen? Dann halt nicht.
Ja, für euch war die jetzt nicht bestimmt, aber gut. Es hat sich ausgegrunzt, mein Freund. Ah! Vergessen. Die Armbrust ist ja leider jetzt auch nicht so der Brüller, ne? Scheiße. Man hätte da jetzt smart nach hinten laufen müssen. Und die dann in die Pummen fallen laufen lassen sollen, oder? Ja. Cool, cool, cool. Können wir die nicht eigentlich auch in den Schnellzugriff packen? Gut. Normal haben wir ja eh nicht mehr. Gelbes Kraut, geil. Das können wir eigentlich auch direkt mal nehmen. Aber hier ist noch ein Schatz. Ach komm. Ach komm! Ja, super. Wo ist der Händler zum Verkaufen? Da ist gleich auch noch was, ne? Cool! Verdammt. Ach komm. So. Geht doch. Kriegen wir jetzt mal wieder Pistolenmunition vielleicht? Wäre cool. Nicht? Okay. Gut. So. Da drüben ist noch eine super tolle Kiste. Da wird ja auch noch was Tolles sein. Aha, ein Zepter. Ja, wir können scheinbar ja dann gleich noch ein bisschen was verkaufen, ne? Wenn wir hier noch so Stuff bekommen. Das ist sehr schön. Dann können wir noch mal ein bisschen upgraden. Ein paar Sachen kaufen. Mal schauen. Eigentlich kriegen wir doch auch safe wieder so eine Nachricht mäßig. Ja, oh hier, letztes Mal, dass du saven kannst. Letztes Mal, dass du verkaufen, upgraden kannst. Und so weiter. Ich hoffe, das sagen die vorher. Das ist dann natürlich mal praktisch. So, hier ist der Händler ja auch. War hier hinter der Tür, ne? Okay. Nur das Beste vom Besten. Hallo. Willkommen. Oh, hier steht bisher noch nichts, ne? Reparieren wir das erstmal wieder. Verkaufen wir das. Verkaufen wir das. Verkaufen wir das. Das Barett auch.
dann sind wir auch schon wieder ganz gut bei Kasse. Eleganten Armreif könnte man sich natürlich noch ziehen. Ja, machen wir mal. Dann können wir damit auch wieder ein paar Dings verkaufen. Wofür kann ich dich begeistern? Verkaufen wir die jetzt einfach so? Ist die große, große Frage. Puh, ich bin ja noch ein bisschen ja, vom Schaden von der MP enttäuscht immer. Deswegen nehmen wir die mal mit. Laservisier, gut, das zieht uns natürlich auch viel Platz. Also, ein Slot, das würde gehen. Ich glaube, ich könnte damit echt besser zielen. Ich hätte mir das vielleicht schon länger kaufen sollen auch, ne? Weil das ist ja eigentlich für die Pistole, ne? Das ist für die Punisher. Ja, cool. Können wir das verkaufen? Gut. Jetzt habe ich das falsche Zielfern. Ich habe ein Zielfern drauf verkauft. Ist das von der Sniper gewesen, was in der Aufbewahrungskiste da war? Cool. Smart. Oh Mann. Okay, was nehmen wir noch mit? Wir haben halt echt noch Geld, ne? Stingray ist jetzt halt echt viel Platz. Nehmen wir erstmal Erste-Hilfe-Zeugs mit. Der Rocket Launcher wäre auch eigentlich was, ne? Wir könnten jetzt mal ein bisschen Munition theoretisch herstellen. Für die Pistole. Ein Bonus haben wir bekommen. Yay, und hier auch. Gut, dann ist nämlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Platz, weil wir es ja geused haben. Wir könnten auch noch was mit Rohstoff L herstellen. Ja, Gewehrmunition oder MP-Munition. Wir nehmen lieber Granaten, oder? Ja. Wir haben natürlich auch kaum Schießpulver, ist das Problem. Schießpulver kriegen wir prinzipiell nur hier noch, ne? Nehmen wir mal ein bisschen. Können wir vielleicht noch später irgendwie was? Wir haben 11 Stück, ach komm. Ja, warten wir noch mal ein bisschen ab. Es scheint ja noch nicht, also sagen die uns ja doch nicht, dass das hier jetzt irgendwie das Ende ist von allem hier, ne? Dementsprechend. Einfach nicht zu fassen. Du ziehst das wirklich durch. Haben wir noch ein bisschen Zeit, sag ich mal. Dumm angestellt bei den zwei Viechern, Alter. So. Mit unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Und so sei es! Leon! Geh! Och nee. Verirrte Schaf, Geknechtete des heretischen Wolfs, ich werde über dich richten. Aha! Das verirrte Schaf machte die Hölle heiß. Ja, ich hoffe doch. Keine Angst. Ach komm schon. Ja, was soll ich denn hier machen? Ich hab Ausweichen gedrückt. Heilige Scheiße, was soll der Quatsch? Warum lehnst du? Du wagst es. Hä? Hat der gerade geschossen? Hä? Er?
Das passt so gar nicht zu dir, Kollege. Aua! Oh, das war dumm, glaube ich. Wieso schießt der? Was hat der denn überhaupt zum Schießen da eigentlich geused? Aua! Boah, heilige Scheiße. Ja, ich sollte das, glaube ich, mal lassen mit den... Ach komm. Auf die Knie. Boah, nein, 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 nein. Ja, komm. Gib ihm, Alter. Zentrale, komm. Ich hab den Stein. Bin mal gespannt, was der Zoll dazu sagt. Gute Arbeit, Ada. Jetzt verschwinde von dort. Verstanden. Jemand kommt dich abholen. Mach schneller! Mach schneller! Bleibt nur zu hoffen, dass du auch erfolgreich warst, Leon. Kann das mit Ada... Ada, bitte alles einfacher sein? Achso, weil wir so viel Leben haben. So wenig. Wie auch immer, ne? Leon, du schaffst das da noch, oder? Ja, ich glaube auch. Ah,
hier ist was zu lesen. Letzte Verteidigungslinie. Leon ist noch immer nicht beseitigt. Ich habe bei den Ruinen ein Lager aufgeschlagen, um ihn zu mir zu locken und die Sache ein für alle Mal zu beenden. Für den Fall, dass er bei den Ladedocks aufkreuzt, wurden die dort stationierten Posten in höchste Alarmbereitschaft versetzt und es wurde ein Team mit Raketenwerfern entsandt. Die roten Spezialsprengköpfe sind ebenfalls einsatzbereit. Aber Leon ist nicht der einzige Grund für die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen. Eine Gruppe von außerhalb, die offensichtlich den heiligen Leib stehlen möchte, nähert sich der Insel. Ich habe da so eine Ahnung, wer dahinter steckt. Die Sprengköpfe sind unsere einzige Chance gegen diese Eindringlinge. Doch ob sie allein ausreichen? Ja, mal gucken. Haben wir hier alles? Gut. Dann schauen wir mal rüber da. Hallo, hallo. Den brauchen wir, Jungs. Den brauchen wir. Könnt ihr uns den leihen, vielleicht? Schnell weiter. Countdown. Das finde ich jetzt nicht so nett. Was ein Umweg hier, ey. Ja, komm hier, mach doch. Er hier. Ganz offensichtlich. Schaffen wir doch noch, oder? Ist doch jetzt hier nicht... Geil. Ist doch jetzt hoffentlich nicht... schon knapp mit der Zeit. Nicht mehr viel Zeit bis zur Explosion. Mir reicht so langsam mit euch Pennern, Alter. Lost. Oh nein. Bei Brenngranat habe ich eingesammelt, okay. Hallo du. Haben wir Heal?
würden wir echt nicht vorgewarnt, dass wir nicht mehr zum Händler kommen, oder? Also, wenn der jetzt hier noch zwischen ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Weil ich hätte ja doch gerne noch, vielleicht was abgegradet und oder Messer jetzt mal repariert gehabt. Wobei, kommt natürlich jetzt drauf an, was wir noch alles machen müssen, Alter. Geht doch. Ich hab genug von deinem Scheiß. Ich wollte gerade sagen, dürfte ich vielleicht noch das Dokument da auch lesen auf ganz entspannt. Das ist, das erscheint mir sehr wichtig. War doch da noch was, ne? Ja, ja, das lese ich jetzt auch noch. Sehr geehrter Major Krauser, vielen Dank für Ihre Bestellung. Wie angefordert umfasst die Lieferung Sprengköpfe, die so verstärkt wurden, dass sie selbst härteste Panzerung durchschlagen können. Zur leichteren Unterscheidung von Munition ähnlicher Bauart wurden sie rot lackiert. Sie durchschlagen nicht nur Panzer- und Bunkeranlagen. Der entstehende Metallstrahl ist sogar in der Lage, die dicke Außenhülle von Kriegsschiffen zu perforieren. Objektiv betrachtet sind sie weit leistungsfähiger, als irgendeine Art von Einsatz es rechtfertigen könnte. Es gibt kein Kampffahrzeug, das diesen Sprengköpfen trotzen kann. Wir sind nicht in der Position, Sie zu fragen, wie diese Ladungen zum Einsatz kommen werden, aber wir versichern Ihnen, dass es kein Ziel gibt, das eine solche Zerstörungskraft erfordert. Bitte lassen Sie bei Ihrem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Newman Arms Corps. Peril oder was noch? Ach, keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Oh. Ich nehme gern noch mit, was geht. Ach komm. Nee, 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 nee. Ihr kommt mir jetzt hier nicht mehr auf halber Strecke um die Ecke. Ganz sicher nicht. Wie komme ich denn hier weg? Geht doch. Soll ich hier drauf schießen? Ich kann es noch schaffen. Soll ich den Rocket Launcher schon benutzen? Nee, den habe ich hier gar nicht. Kollegen, wie soll ich denn hier weitermachen? Denk mal auf das Auge da schießen, oder? Mal ein bisschen schneller. Geht doch. Digga, willst du jetzt hier ernsthaft auf die Distanz Rocket Launcher machen? Bist du blöde? Also, ja, sind die halt, ne? Jetzt kommen hier ganz schnell. Wir haben noch 19 Sekunden. For real? Oh, holy shit. Holy shit. Reicht mir jetzt alles. Tschüss. Wir sind so am Arsch. Die Zeit läuft ab. Mach schneller. Ich muss jetzt hier hoffen, dass einfach eine Cutscene gleich kommt und...
Schnell! Sie müssen Leon helfen! Schon dabei. Ja! Super! Wie viel davon muss ich jetzt neu machen? Ach komm, Alter. Sowas ist doch eigentlich nie ein Problem. So, ja, klar, haben wir gelesen. Wir müssen halt noch looten hier. Okay, ja, wir müssen nicht alles komplett neu machen. Besser ist es. Also, was ja auch total nervt, sind halt diese Novistadoris-Penner hier, ne? Die sind ultra nervig, Junge. Alter! Reicht auch. Irgendwo fliegt das Ding noch, ey. Ah ja, klar doch. Nee, nicht deren Ernst. Ich kann es noch schaffen. Ja, komm hier. So. Können die jetzt schon mal gleich nicht nerven. Könnte natürlich jetzt auch einfach mal laufen, ne? Jetzt hoffe ich, dass das zeitlich immer noch reicht. Das wird jetzt alles noch knapp. 50 Sekunden für den Quatsch hier noch. Ich habe ja keine Ahnung, was hier jetzt noch kommt. Ey, wenn das jetzt wieder nicht reicht, bin ich langsam sauer, ne? Wir können das hier skippen. Schon dabei. Komm schon. Was genau haben wir gerade vor? Hier. Da hast du deine Gnade. Ada, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du?
Befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Beeil dich lieber. Süß. Bis nächstes Mal, Leon. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Also, wir sind durch. Das war sehr geil. Einfach allein schon die Idee, die natürlich jetzt schon ein bisschen älter ist. Das DLC gab es ja eigentlich schon damals, als das Game ursprünglich rauskam. Und das ist schon wirklich eine sehr geile Idee gewesen. Man hat das natürlich auch schon im Hauptspiel irgendwie mit aufgebaut, dass Ada halt die ganze Zeit auch irgendwo ist. Aber jetzt halt nochmal, ja, teilweise einfach nur Spielmechaniken, also eigentlich dauerhaft, muss man dazu sagen, nur Spielmechaniken zurückzuholen. Ist dennoch cool. Auch wenn wir natürlich jetzt hier nichts total Neues haben. Wir haben, glaube ich, ein paar neue Waffen, wenn überhaupt. Und gut, dann nochmal natürlich diese Passage, die, glaube ich, in Kapitel 6 war. Mit diesem riesigen Viech, mit diesen Lasern und so, all das. Das gab es im Main Game ja gar nicht. Ein paar andere Gebiete vielleicht auch nicht ganz so. Natürlich gab es aber auch, also mal zu 80-90% oder mehr, waren das Teile der Map, sag ich mal, die man schon kennt. Ich habe ja wirklich, ey, teilweise alle 10 Minuten gesagt, yo, das kennen wir auch. Da sind wir nur aus einer anderen Richtung hergekommen oder sowas. Aber dennoch halt sehr geil, dass man halt genau diese Orte wieder besucht, immer mal wieder auch irgendwelche Hinweise drauf bekommt, was Leon gerade macht, was gerade parallel in der Story eigentlich abgeht, sag ich mal, im Main Game. Also schon sehr cool. Das ist auch immer für eine Verbindung zu sehen zu den Cutscenes, die es immer mal wieder gab, wo man tatsächlich auch als Leon dann Ada getroffen hat oder wo Ada auftaucht. Manche Cutscenes wurden ja jetzt sogar im DLC wieder geused, weil das halt gepasst hat in diesem Fall. Und das ist schon alles sehr, sehr cool gemacht. Dafür, dass das DLC 10€ kostet und 7 Kapitel umfasst, die alle, ich würde sagen, im Schnitt mindestens eine Stunde gehen. Also die Spielzeit, weiß ich, liegt bei den meisten so zwischen 6 und 7 Stunden eigentlich. Oder 5 bis 6, keine Ahnung. Je nachdem natürlich, wie kompetent man spielt und so. Und ich habe mich teilweise auch schon ein bisschen dumm angestellt. Und grundsätzlich, es war schon ein ziemlich langes DLC. Ich meine, manche Games sind so lang wie dieses DLC gefühlt. Es kam jetzt nicht so ultra lang vor, wenn ich drüber nachdenke, dass es so viele Stunden dann doch eigentlich waren. 5, 6, 7 vielleicht. Allein heute sitzen wir jetzt seit 3 Stunden 20 dran. Nur am 5., 6. und 7. Kapitel. Okay, damit sind wir durch.
Sprengsätze sind nicht gleichzeitig gezündet. Geschätzte Zerstörung bei unter 50% unserer Vorausberechnungen. Die Insel ist größtenteils unversehrt. Oh, Ada. Was mache ich nur mit dir? Ihr Helikopter ist noch in Schussweite. Sollen wir feuern? Nein. Ihre kleine Trotzaktion ändert gar nichts. Außerdem haben wir, was wir brauchen. Es geht weiter. Wie geplant. Juckt ihn dann doch nicht, dass er den Bärenstein nicht hat, oder was? Was zur Hölle? Ich weiß jetzt ja auch gar nicht, auf was das noch teast, inwieweit das irgendwie noch relevant ist, was hier gerade noch uns gezeigt wurde. Weil, ich meine, ein DLC gibt's ja fürs Game jetzt nicht nochmal, was darauf folgt. Interessant. Interessant, ey. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder dass das irgendwie in Resi 5 weitergeführt wurde damals, oder in 6. Abseits von den beiden Teilen kenne ich eigentlich alle aus der Hauptreihe noch. Also sonst fällt mir da nichts mehr ein, wo irgendwelche Bezüge zu irgendwie in, es geben könnte. So, ich kenne aber auch eben Teil 5 und 6 nicht. Und da hoffe ich sehr, dass da nochmal irgendwann Remakes von kommen, auch wenn ich glaube gerade 6 jetzt nicht so beliebt war. 5 glaube ich noch so, ja, ne? Ich glaube, da spalten sich die Meinungen so ein bisschen. Resi ging ja irgendwann scheinbar ein bisschen mehr in diese Action-Richtung und hat sich so ein bisschen entfernt von diesem Horror-Aspekt und, also ich meine, so crazy Horror haben wir ja auch nicht. Gibt's schon nochmal andere Richtungen. Ist jetzt ja nichts wie zum Beispiel Resi 7 oder 8 zum Beispiel. Da würde ich schon eher sagen, dass die Horror sind im Vergleich zu 2 und 3 Remake zum Beispiel. Die sind auch, ne, sind halt Zombies und sowas und also basically, ne? Und so Art Viecher dann noch dazwischen mal. Aber es ist jetzt nicht so Gruselhorror, finde ich. Das haben 7 und 8 dann an einigen Stellen, legt sich natürlich mit der Zeit auch, desto mehr man erfährt, aber das ist weniger verrückt und teils paranormal. Bei Resi natürlich eher weniger. Wirkt das Ganze denn und so und so. Naja. I don't know. Ist das dann relevant für den 5. Teil? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal irgendwann sehen, wenn Remakes kommen, die vermutlich irgendwann kommen werden. Auch wenn die Teile jetzt nicht so beliebt waren. Vor allem 6 hatte ich so in Erinnerung. Ich bin da nicht so drin, weil ich eben die Teile selbst auch einfach gar nicht kenne. Naja, aber abschließend zum DLC. Ist wirklich sehr geil. Die leisten einen guten Job in den letzten Jahren. Kann man wirklich nichts gegen sagen. Also nicht drüber nachdenken, was die letzten Jahre allgemein irgendwie von Capcom zu Resi kam, bis auf dieses Reverse-Ding. Also alles, was ich gespielt habe, Resi Village, die DLCs dafür, Resi 7, Resi 2, 3 Remake, Resi 4 Remake, die VR-Version von 8 und 4, wobei ich die beide nicht so viel gespielt habe bisher. Dabei aber direkt mal der Verweis drauf, das nächste Resi-Projekt, was wir dann jetzt eigentlich haben, wird, was wir auch schon angefangen haben mit einem Part vor Monaten, ist Resi 4 Remake. Also, wir hören mit dem Game noch nicht auf. Es geht jetzt weiter mit dem VR-Mode. Endlich. Mal bald, hoffentlich. Also, falls ihr noch nicht abonniert und die Glocke aktiviert habt, macht das jetzt. Es kommt hier noch wirklich sehr anstrengender Content, glaube ich, auf uns zu. Das wird, glaube ich, ganz schön stressig, aber, glaube ich, unterhaltend für die Leute, die es dann sehen. Also für euch. Also, wenn nicht schon getan, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich labere jetzt einfach gar nicht mehr weiter. Geiles DLC, schöne Sache. Hat sich sehr gelohnt. Bis zum nächsten Resi-Projekt oder was auch immer ihr noch so auf dem Kanal schaut. Wir haben hier sehr vieles Tolles, ja. Bis dahin, danke fürs Ansehen und ciao.